Wie schwer war es heute zu fahren? Ja, es war sehr kalt. Ich konnte zum Schluss kaum noch schalten und bremsen. Das ganze Fahrrad hat nicht mehr so gut funktioniert. Die Beine sind wie eingefroren. Aber das war für alle Fahrer gleich. Und insofern, ja, es war ein sehr hartes Rennen. Hat das Wetter Sie sehr arg behindert? Ja, vor allem der viele Regen und die nasse Strecke. Es spritzt so viel Dreck in meine Augen. Und ja, ich trage Kontaktlinsen und das macht es für mich schon sehr schwer. Was ist mit Herrn Kugler passiert? Er hat vorgestern eine Schleimbeutelentzündung im linken Ellbogen bekommen über Nacht von einem Sturz, der über eine Woche her ist. Ja, und leider konnte er deshalb nicht an den Start gehen. Haben Sie auf unerwartete Hindernisse gestoßen? Nee, eigentlich nicht. Also ich kannte den Kurs ja von letztem Jahr und ich wusste, an welchen Stellen es drauf ankommt, wo man vorne sein müsste. Und ja, daran habe ich mich gehalten und es ist ja gut aufgegangen. Wie wichtig ist dieser Sieg? Ja, sehr wichtig. Ich habe dieses Jahr noch kein großes Rennen gewinnen können alleine. Und insofern bin ich schon sehr glücklich, ein so großes Rennen hier zu gewinnen. Was passiert heute Abend? Ja, ich werde mich jetzt erstmal unter die heiße Dusche stellen, denn ich bin sehr durchgefroren. Und heute Abend gebe ich mir vielleicht ein Bierchen. Vielen Dank und gratuliere. Dankeschön. Ja, da har jeg akkurat snakket med Gense, vinneren fra årets Birkebeinerritt. Han sa det var veldig tungt å sykle i år, for det var så utrolig kaldt. Han klarte nesten ikke å skifte gir på slutten, fordi fingrene var helt gjennomfrosne. Været var også ganske dårlig, sa han. Og det var mye av grunnen til at det ble tungt for han på slutten å gå forbi manningen. Hans trofaste venn og kollega, Kugler, var så uheldig å få en skade i albuen i forgårs. Og derfor kunne han ikke stille til dagens Birkebeinerritt. Så han måtte gjennomføre alene. Denne seieren var veldig viktig for han, fordi han i år ikke har vunnet et eneste stort ritt enda. Så dette er det første store rittet hans, og det er han utrolig glad over.